Ich muss wissen, was meine nicht diskutierbaren Werte sind. Ich glaube, das ist das Grundlegende, wo es absolut gar keine Diskussion gibt. Wenn man das klärt und vor allem, wir haben ja jetzt die Chance, dass man reflektiert, einfach mal drüber nachdenkt, was sind denn überhaupt meine Werte? Was ist mir denn wichtig? Worauf will ich denn überhaupt nicht verzichten? Ich kann für mich sagen, als jemand, der eben auch im Iran sein könnte, wenn meine Mutter nicht auf die Idee gekommen wäre, wegzugehen, für mich sind die Frauenrechte ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert. Also ohne den möchte ich nicht leben. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich an einem Ort lebe, wo das mehr oder weniger, bis auf die Bezahlung, aber das ist ein anderes Thema zwischen Mann und Frau, die nicht gerecht ist, aber im Großen und Ganzen funktioniert. Zum Beispiel, das glaube ich, ist schon wichtig zu wissen, was unverzichtbar ist. Und wenn man das geklärt hat, dann gibt es eine große Bandbreite, wo man sagt, okay, da ist man flexibel und da ist man auch offen und da kann man womöglich auch vom Fremden etwas übernehmen und lernen und beeinflusst werden. Und das ist auch gut so. Das eine ist, Gesellschaft, die sich nicht verändert, es ist schrecklich. Ist irgendwann einmal nur vorbei. Glaube ich, dass die Basis dessen, dass man quasi sich mit einer Wollust in die Veränderung hineinschmeißt, schon die ist, dass man ganz genau weiß, was man nicht verändert haben möchte, weil dafür hat man lange genug gekämpft. Und damit unachtsam umzugehen, finde ich gefährlich.